alle Besucher ihre Waffen und verbotenen Gegenstände abgeben. Das bezieht sich fürs Erste auch auf den Plating-Chip. Alkohol und Drogen. Und dazu zählen auch Stims und andere Suchtmittel. Ich weiß nicht, warum Caesar mit einem physisch derart unterlegenen Zwerg sprechen will. Doch ich werde diesmal eine Ausnahme machen. Sie tragen zwar Caesars Zeichen, aber wagen Sie es innerhalb des Forts nicht, Ihre Medizin unter die Leute zu bringen. Caesar hat die Einnahme von Drogen und Alkohol strengstens untersagt. Besucher müssen außerdem ihre Waffen abgeben, so der Befehl. Wenn sie in Frieden kommen, besteht auch kein Grund, Waffen zu tragen. Sie werden nicht zu Schaden kommen, so dies nicht Caesars Wille ist. Sie erhalten ihre Besitztümer zurück, wenn sie gehen. Aber Caesar erwartet sie in seinem Zelt. Sie können sich dorthin begeben. Ich warte hier und bringe sie zurück ans Westufer, wenn ihr Besuch vorbei ist. Aber Caesar treu ergeben. Sei hier verdammt nochmal vorsichtig. Gnade! Gnade! Mein Name ist Mr. New Vegas und meine Stimme schürt das Feuer ihrer Leidenschaft. Ups, gleich Nachrichtenzeit und ich habe noch gar keinen Schlips um. Benny, der Eigentümer des Tops, fiel einem unbekannten Attentäter zum Opfer. Seine frühere rechte Hand Swank tröstete die Trauernden. Sie sind also der Besucher, von dem die Legionäre gesprochen haben. Wenn Ihnen nach Handeln zumute ist, sagen Sie es einfach. Schauen Sie mal nach. Ich hatte noch nie die Ehre, aber ich bin seinem Stellvertreter Legat Lanius über den Weg gelaufen. Das war eine unerfreuliche Erfahrung. Die Legionäre sagen, er sei der Beste in ihren Reihen. Ein Schrank von einem Mann, der in der Schlacht eine kunstvolle Maske trägt. Er hat eine meiner Pack-Brahmin getötet, nur weil sie im Weg stand. Aber ich habe mich gehütet, mich zu beschweren. Schießen Sie los! Nein, ich bin selbstständiger Händler und komme aus Arizona. Ganz und gar nicht. Das sind meine besten Kunden. Solange man ihnen keine Drogen oder Alkohol zu verkaufen versucht, behandeln sie einen fair. Auf Legions Territorium benötige ich meistens nicht mal Wachen. Sämtliche Banditen sind entweder tot oder haben sich aus dem Staub gemacht. Man bleibt besser in Arizona und New Mexico, wenn man keine Wachen anheuern oder zu Steuerzahlungen gezwungen werden will. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, überquere ich den Fluss bisweilen auch. In Ordnung. Wir sehen uns. Tut mir leid. Ein paar Sklaven haben schon wieder Gerüchte über den Verbrannten verbreitet. Ich kann es kaum erwarten, dass sie mich kämpfen lassen. Ich bin hart zu den Kindern, aber so werden sie zu guten Legionären. Ich bin stolz auf sie. Damen und Herren, willkommen zu unserem Programm. Hier spricht Mr. New Vegas.
Und Sie alle da draußen sind wunderbar. Jeder auf seine besondere Art. Caesar treuer Geben. Wollen Sie in der Arena kämpfen? Dann sind Sie an der richtigen Stelle. RNV-Reporter waren vor Ort, um zum Beispiel an die Bevölkerung zu hören. Nur leichte Rüstung und Macheten. Der Herausforderer, der den Kampf in der Arena fordert, tritt gegen einen oder mehrere Gegner an. Ein Kampf endet, wenn eine Seite tot ist. Keine Ausnahmen. Ich arrangiere die Kämpfe, führe Buch über verfügbare Gefangene und achte darauf, dass die Arena sauber gemacht wird. Meistens sind es junge Legionäre, die sich einen Namen machen wollen und hoffen, dass Caesar oder die Prätorianer sie bemerken. Hin und wieder lassen wir Sklaven oder Gefangene gegeneinander antreten, aber das ist nicht sehr unterhaltsam. Sie sind nicht blutrünstig genug. Sein Name? Johnny Guitar. Was genau? Ein großartiger Krieger. Als er noch ein Rekrut war, hat er 10 Männer in der Arena mit bloßen Händen getötet. Er kennt keinen Schmerz und zeigt nie, wirklich niemals Gnade. Wenn alle Legionäre wie er wären, hätten wir eine unbesiegbare Legion. Gehen Sie. Wenn Sie verletzt sind, dann habe ich vielleicht etwas Heilpulver für Sie. Meine Ausbildung habe ich nie abgeschlossen. Dafür hat die Legion gesorgt, als sie meine Heimatstadt überrannt hat. Ich kenne mich mit Erster Hilfe aus, aber zur Behandlung von Krankheiten und Verletzungen verwende ich Stammesmittelchen, Höferchen und so. Xanderwurzel ist immer knapp. Brockblumen gibt es aber reichlich. Oh, ich habe 2 Wurzeln pro Blume verwendet. Dank Ihnen kann ich doppelt so viel Heilpulver am Tag herstellen. Zu verkaufen? Ich bin eine Sklavin, kein Händler. Ich kann Ihnen jeden Tag etwas Heilpulver geben, aber dafür müssen Sie ein Freund der Legion sein. Das kann ich nur machen, wenn Sie ein Freund der Legion sind. Ich will ja nicht gekreuzigt werden. Was ist damit? Haben Sie einen Tipp? Gibt's sonst noch was? Was wollen Sie denn wissen? Aus einer kleinen Stadt in New Mexico. Die Legion hat sie vor ein paar Jahren niedergebrannt. So bin ich hier gelandet. Schon seit 3 Jahren. Käme ich nur über den Fluss, dann wäre ich frei. Aber ich versuch's nicht. Ich weiß, was passiert, wenn man gefangen wird. Wir sind Eigentum. Wenn man zu jung oder zu alt ist, lassen einen die Männer in Ruhe. Normalerweise. In Ordnung. Den Legaten sollte man nicht hintergehen, insbesondere als Frau. Mehr will ich dazu nicht sagen. Okay. Ave, Caesar treu ergeben. Tut mir leid. Pass auf, was du tust, Verderbter. Sie müssen Caesars Zelt allein betreten. Alle anderen müssen hier draußen bleiben. Sie müssen Caesars Zelt allein betreten. Alle anderen müssen hier draußen bleiben. Hier ist Mr. New Vegas. Ich wollte mal ankündigen, dass mein neues Weihnachts- Sie müssen Caesars Zelt allein betreten. Nukleares Winterwunderland bald erscheint. Jetzt haben wir erstmal ein paar Nachrichten für Sie. Sammler haben bei Anbruch der Nacht riesige Individuen in Hidden Valley gesichtet, konnten aber wegen der schlechten Sicht nichts weiter erkennen. Ich bleib, außerdem, wo ich bin. Die Zahl der Todesopfer steigt im Gebiet um Camp Fallen Hope, wo Überfallkommandos der Legion noch immer RNK-Stellungen südlich des Damms angreifen.
Das waren die Nachrichten. Hier spricht Mr. New Vegas. In Vertretung für Mr. New Vegas. Caesar wartet. Jetzt spiele ich einen Song für Sie. Es geht um den einen Menschen, den man dort... Und so treffe ich endlich den Kurier, der so viel in so kurzer Zeit erreicht hat. Genau deshalb habe ich Sie hierher zitiert. Ich meine, ein Mann tötet Sie fast und Ihre Reaktion ist es, ihn quer durch die gesamte Mojave zu verfolgen? Sie kommen auf dem Strip an und spazieren ins Lucky 38, als hätte Ihnen jemand einen Schlüssel unter den Fußabtreter gelegt? Sie ermorden den Anführer der Vorsitzenden in seinem eigenen Casino und kommen damit durch? Wenn Sie sich etwas in den Kopf setzen, dann folgen Ergebnisse. Das gefällt mir. Die Frage ist, sind Sie bereit anzufangen? Schon sehr bald wird meine Legion den großen Staudamm angreifen und den Westen erobern. Zuvor möchte ich, dass Mr. House mit ein paar schnellen Überraschungsschlägen aus dem Spiel geworfen wird. Und Sie werden das Schlagen übernehmen. Am Fuße des Hügels am Westrand des Lagers befindet sich ein altes Gebäude. Es war schon da, als das Fort 2277 erobert wurde. In diesem Gebäude ist eine Luke. Und innerhalb dieser Luke sind zwei Stahltüren, die das Zeichen des Casinos Lucky 38 tragen. Dasselbe Zeichen befindet sich auf dem Platin-Chip, den Benny bei sich trug, als wir ihn gefangen genommen haben. Ist das nicht interessant? Was noch interessanter ist, auf der Konsole, die die Luke öffnet, befindet sich eine Einbuchtung in der Größe des Chips. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, der Chip öffnet diese Türen. Türen, die weder mit Gewalt noch mit Sprengstoff zu öffnen sind. Das habe ich nämlich bereits versucht. Ich möchte, dass Sie alles zerstören, was Sie dort finden. Anschließend kommen Sie wieder hierher und berichten mir darüber. Gehen Sie also zu diesem Gebäude und nehmen Sie diesen verdammten Platin-Chip mit. Meine Legionäre erwarten Sie dort mit Ihrer Ausrüstung. Auf Wiedersehen. Wir können später reden.